Die Sparkassenstiftung Zukunft Elbe-Elster-Land als regionaler Förderer unterstützt den Landkreis Elbe-Elster bei der Durchführung von Deutschkursen für Flüchtlinge. Die Basissprachkurse finden in der Kreisvolkshochschule Elbe-Elster an den Standorten Finsterwalde, Elsterwerda und Herzberg statt. 5 freiberufliche Dozenten stehen dafür mit viel persönlichem Engagement zur Verfügung. Am 4. August informierten sich der erste Beigeordnete, Dezernent und Kämmerer Peter Hans, der Beigeordnete und Dezernent Roland Neumann sowie der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Elbe-Elster Jürgen Ricke in der Oskar-Kjellberg-Oberschule in Finsterwalde über das gemeinsame Projekt und schauten in einer Unterrichtsstunde vorbei. Es ist so, dass das Ziel eines Flüchtlings der Integrationssprachkurs sein sollte, also ein sehr umfangreicher Kurs mit 660 oder sogar 900 Stunden. Dafür braucht man aber ein bestimmtes Niveau an Deutschkenntnissen und diese Kurse der Sparkassenstiftung, die helfen uns also, die Teilnehmer vorzubereiten auf diese Integrationskurse. Die nennen wir also Basiskurse oder Vorkurse und da sind natürlich die Mittel der Sparkassenstiftung sehr wichtig, weil sonst könnten wir diese Kurse nicht durchführen und die Teilnehmer sind uns natürlich dankbar, auch weil wir hier Teilnehmer drin haben, die nicht so gute Bleiberechtschancen haben. Ja, das wird ja in Deutschland nun nicht jeder Flüchtling gleich bezüglich der Sprachförderung gefördert. Mit diesen Mitteln können wir aber auch diesen Flüchtlingen helfen. Aktuell lernen am Standort Finsterwalde gut 20 Frauen und Männer, überwiegend im Alter zwischen 18 und 45 Jahren, unter anderem aus Afghanistan, Eritrea, Ghana, Iran und Tschetschenien, zusammen Grundzüge der deutschen Sprache. Die Teilnahme ist für sie kostenfrei, ebenso die Lehrbücher. Ein Sprachkurs umfasst 180 Unterrichtsstunden im Vierteljahr. Ausgerüstet mit diesem Basiswissen können die Teilnehmer später gut in einen Integrationssprachkurs einsteigen. In diesem Jahr haben bereits 175 Flüchtlinge im Landkreis von den Basisdeutschkursen profitiert. Die Nachfrage nach solchen Sprachangeboten ist nach Angaben der Leiterin der Regionalstelle der KVHS in Elsterwerda und zuständig für die Integrationskurse im Landkreis Stefanie Russel sehr viel höher. Das ist natürlich hier ein sehr hohes Niveau bezüglich der Dozententätigkeit, was wir hier brauchen, weil das Niveau in den Kursen sehr unterschiedlich ist. Es sind so Analphabeten dabei, es sind Leute dabei, die schon ganz gut vielleicht lesen können. Und die Dozentin oder der Dozent muss sehr flexibel sein, ein sehr hohes Niveau haben bezüglich dann der Unterrichtsgestaltung. Ja. Wir haben sehr viele Bewerber. Wir könnten noch viel mehr Kurse machen. Das liegt also einerseits am Geld und es liegt auch an den nicht vorhandenen Deutschlehrern, an den Dozenten, um die wir ständig kämpfen müssen. Ja. Die Sparkassenstiftung Zukunft Elbe-Elsterland unterstützt die Lehrgänge an der Kreisvolkshochschule und hat bisher eine Summe von 65.000 Euro zur Verfügung gestellt. In die Summe eingeschlossen sind auch 2 weitere Kurse für je 25 Teilnehmer, die ab dem 25. August in Herzberg und Finsterwalde mit je 180 Unterrichtsstunden beginnen werden. Der Landkreis hat uns um Mithilfe gebeten und das ist eine sehr sinnvolle Aufgabe. Wir unterstützen viele Initiativen, um Arbeitskräfte zu besorgen, um die Region am Leben zu halten und das ist ein Baustein, der vielleicht helfen kann. Die Unterstützung durch die Sparkassenstiftung ist wichtig und lobenswert. Dennoch, so die Sparkassenstiftung, gibt man die Hoffnung nicht auf, dass sich auch der Bund hier noch stärker engagiert.